Da war die Hand. Da war die Hand. Oh, Handspiel im Strafraum. 11 Meter. Willkommen zum zweiten Meisterschaftsrennen. Wir sind in Malaysia und wollen, zumindest was das Team Force Corrupt jetzt hier mal so ausgibt, die Leistungen bestätigen. Was für eine Riesensensation. Mike fährt den zweiten Platz nach Hause. Ich bleibe auf der 3. Mucke schiebt sich auf die 4. Also ich glaube, unser Team war in der Wertung noch nie auf Platz 2. Ich glaube, das waren wir noch nie. Ich auf dem Podest glaube ich auch noch nicht. Bin mir nicht ganz sicher. 5 Führungsrunden, also ganz viele Überraschungen. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Wir schauen mal Wetter. Oh, das freut mich. Was, das freut mich. Regen. Nein, Regen. Was? Regen im Rennen. Regen. Wo steht das denn? Scheiße. Du gehst auf den Monitor, gehst auf 08, oh nein. Und dann siehst du es. Ihr seht meine Katze. Ach ja, ich muss euch ja, das hört ihr ja jetzt auch, liebe Zuschauer, ne? Ja. Meine Frau, Muckes Frau, mit der sie die seit 9,5 Jahren mit mir zusammen, gründet jetzt einen Sean-Fanclub und meine Katze ist jetzt auch noch mit eingestiegen. Die schrie jetzt Sean und meine Katze so. Oh Mann. Und sei froh nicht, dass deine Katze nicht auf deinen Router pisst. Mucke, vergiss nicht, dein Sohnemann ist auch schon auf meiner Seite. Mein Sohnemann, den trichter ich so. Oh, guck mal, der Tom ist vor mir. Ja, Force Corrupt hier zusammen. Aber Regen, Mucke, was denkst du? Das wird, glaube ich, nicht gut. Regen? Ich bin tot. 100% auch noch. Also, da gibt's keine Chance zu entkommen. Ja. Ich muss lachen, wenn Tom, fährst du jetzt gerade auf hart oder auf weich? Weich. Weil wir haben ja auch hier in der Quali, habe ich gesehen, eine 20%ige Regenwahrscheinlichkeit. Ja, deswegen, gleich mit weich versuchen noch eine gute Zeit hinlegen, bevor es dann anfängt zu tropfeln. Also auf trockenem Untergrund, also ich muss am besten weich oder was? Ja. Ich bin jetzt aber auf hart rausgefahren. Ich bin jetzt auf weich, du warst doch raus. Das war ein Fehler. Darf ich jetzt mal? Ja. Ich weiß noch, bei Muku und mir in Barcelona 0% Regenwahrscheinlichkeit und es pisst volle Kanne. Sachen gibt's. Komm, was das? Und ich muss dann lachen, wenn jetzt bei 100% Regenwahrscheinlichkeit am Anfang trocken ist. Sonnenschein. Das wäre geil. Ah, das heißt, es wird garantiert regnen. 100% heißt, es wird garantiert regnen. Also, ich weiß noch, damals, wo wir Formel 1 2012 gefahren sind, da war das erste Rennen im Regen. Ja. Das weiß ich auch. Das Qualifying war ja auch. Das Qualifying war im Regen. Das Rennen war im Trocknen. Wenn ich noch mal ganz kurz was anmerken darf, das ist das allererste Mal, dass ich diese Strecke in meinem Leben fahre. Oh. Ist aber Hammer. Die allererste Runde. Warte, wie kann das Malaysia sein? Malaysia bei LRMR5s. Meine Damen und Herren, ich habe noch keine Platzierung, keine Zeit. Dafür habe ich 20 Liter Kaffee getrunken, habe einen Ruhepuls von 3000. Das sind zwei Leute noch in der Box. Die Strecke, ist 16 Jahre alt, mein Freund. Seit 16 Jahren gibt es diese Strecke, ja? Ja. Oh, DRS, oh, krass. Und 1 und 1. Darf ich noch eine blöde Frage stellen? Aber ja, klar. Mein Car-Setup, kann ich das auch während des Qualifyings nochmal ändern? Oder? Nein. Ja, klar kannst du das ändern. Nein, raus, pack bei mir an, fertig. Wie ist denn das also, jetzt, wenn es jetzt hier in der Qualifikation regnet oder denn im Rennen regnet, könnten wir vor dem Rennen nochmal das machen? Nee, ne? Nein. Oh, musst du denn eine Runde mit den weichen Reifen fahren hier und dann nachher mit den scheiß Ja, aber wenn es jetzt in der Quali regnet sollte, dann hat man doch eigentlich freie Reifenwahl. Ja, genau. Wenn du damit die schnellste Rennrunde fährst und es trocken startet. Ja. Das ist doch behindert. Freie Reifenwahl. Ist nochmal so. Wer ist denn hier vor mir? Ich hasse diese Kurve so sehr. Wenn ich mich jetzt mal aufs Rennen orientiere und weiß, es wird zu 100% regnen. Ja. Wie sollte ich denn mein Auto am besten einstellen? Sollte ich dann ein bisschen in Richtung Wet gehen oder Average einfach? Wet. Richtung Wet, ich würde das einfach, ich habe das auch gemacht, gell? Glaube ich, weiß es jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich habe nämlich nicht nachgedacht, als ich das gemacht habe. Ich habe auch nicht irgendwas gedrückt, so gewohnheitsmäßig. Ich hoffe, ich habe nicht auf Dry gedrückt. Ich schon. Wie echt jetzt, Tom? Du hast auf Trocken gedrückt? Ja. Egal, ich auch. Ich habe das Trocken-Setup jetzt. Ich auch. Bei mir heißt das, glaube ich, das hat Mike gesagt. Zusammengeschrieben. Mike, oh, ich habe Krebseinbruch gehabt. Oi. Los, Berger, Beschleunigungsduell! Das kannst du doch keinem anbieten hier. Wieso beschleunigst du schneller als ich? Mein Fuß juckt. Ganz einfach, Ferrari jetzt. Okay, ich fahre jetzt sofort in die Box und gehe auf weich. Nein, ich hatte THS. Ach, Dreck. Boah, Alter, ey.
Ich weiß nicht, wie ich das anmache. Ich könnte jetzt theoretisch auch DRS. Aber Tom, das ist eine gute Zeit. Ja, ne? Das ist schon wieder so ein, das ist schon wieder so ein Setup, da würde ich mich lieber Waterboarding unterziehen, als diese Autokarre zu fahren. Und Specker, so, schau doch mal in den Controls nach, wenn du in der Box wieder bist. Oh, Platz 6, ich glaub's nicht, Platz 6, Alter. Oh, ihr seid noch nicht alle durch, ne, oder? Ich bin noch nicht durch. Nein. Okay. Und also, ich mal eben schnellste Runde gefahren in Sektor 2. Schnellste Runde, ja. Ich schnellste Zeit in Sektor 2 geholt. Ich geh mit dem Kopf mit. In den Kurven. Gar kein Problem, meine Damen und Herren. Bei 500 Abonnenten greife ich auch mal zu Facecam. Jetzt ist einfach noch der Zeitpunkt dafür. Apropos Facecam, komm. Hast du Facecam an? Nee, und zwar, das hatten wir bei Grid schon. Ich konnte das Problem noch nicht beheben. Die nimmt zu, zurücklich auf. Okay. Das Bild ist nicht flüssig. Nee, das Bild ist nicht flüssig. Auch nicht, wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, mit Sekundenkleber festzukleben. Bitte. Häng dich bitte. Okay. Oh. Och, Alter, die Karre verschluckt sich doch hier total. Ich hab jetzt auf den richtig krassen Treibstoff gestellt. Da kommt überhaupt nicht aus dem Bild. Ich kann auch manuell schalten, ne? Ja. Komm, hast du dich jetzt verbessert? Ja. Du solltest sogar manuell schalten, weil sonst verbrauchst du zu viel Sprit. Bei 200 im siebten Gang, kein Problem. Aha. Komm, du gefällst mir da vorne. Ja, ja. Ja. Oh, zu lange gelenkt. Im Regen wird das sowieso nichts. Nee. Aber im Qualifying kann man immer DRS nutzen, ja, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Yep. Ja, kann man. Auf der DRS-Zone, ja. Ja, in der cool. DRS-Zone, ja. Oh, Mike hier, das war ja klar. Ey, ich bin nicht Letzter, wer ist denn... Aber so wie ich Sean kenne, wird er noch eine Schippe drauflegen. Bist du mit Hard gefahren? Mit Medium. Okay, ich fahre mit Hard. Puck ist 4 Sekunden schneller als ich. Da muss ich mir mal Hand anlegen. Ich auch. Dit, jetzt bin ich Letzter. Das ist nicht schlimm, Wigger. Oh, du bist seit Liga 2. Wigger, das Wichtigste ist, dass wir hier überhaupt Punkte mitnehmen. Punkte mitnehmen, ja, schön. Wahrscheinlich wird das wieder so wie in Interlagos, es riecht kurz und nachher ist wieder trocken. Das wäre geil. Am besten 100% Regen und es regnet gar nicht. Ja. In der letzten Das kann also auch nicht stimmen, oder was? Es stimmt eigentlich immer. Wer hat hier schon wieder den Pöller umgefahren? Das waren sie alle. Dieses grüne Scheißding. Das heißt, ja. Du fährst vor mir. Ja, ich bin jetzt Ende ersten Sektor. Wo ist denn mal die Taste, wo das MG vorne rausfährt? Ach man, ey. Was war das denn gerade? Wer fährt denn da vor mir? Wer ist denn jetzt gerade in Sektor 3 gleich? Ich bin das. Ich war die ganze ich Zeit gemutet. Oh, Jakob, ey. Also Mike, du bist mit den weichen Reifen eine halbe Sekunde schneller als ich. Jo. Mit der weichen Rennen, also so ist es korrekt ausgesprochen. Oh, Korinthenkacker, Mike. Eigentlich passt weichen Reifen, denn für dieses Rennen sind es die weichen Reifen. Aber ich stelle gerade fest, Mike, Tom und ich wieder auf den ersten drei Plätzen. Echt? Ja. Ey, die Karre lässt sich noch besser fahren als Waterboarding. Ja, ich bin momentan, da ich ja noch nur auf Hard gefahren bin, momentan auf Platz 7. Wie mache ich DRS? Mit DRS-Knopf. Oh. Ja, es gibt irgendwo einen scheiß Knopf, der Kuh. Kann das, aber ich habe keinen Plan. Versuch's mal mit Q. Darf ich noch mal ganz kurz fragen, wo ist denn die Boxeneinfahrt? Ich habe die nicht gefunden. Entweder du lange Gerade nimmst, dann musst du nicht komplett 180 Grad rum, sondern so 90 Grad rum. Ja, genau. Dann siehst du so eine kleine Einfahrt. Ach so, weil normalerweise, ich hab ja die Ideallinie an hier, also in den Kurven zumindest. Oder komplett, ich weiß gerade gar nicht hier, weil die sind nur Kurven. Nee, in den Kurven nur, sehe ich gerade. Ja. Der sagt mir nämlich hier schon Pitstop seit einer Stunde und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Seit einer Stunde, lol. Nee, ich hab jetzt die Reifen mit dem weißen Schriftzug an der Seite. Gibt's denn noch welche, die. Das sind Medium. Sind die jetzt ist die harten, oder nicht? Nein, die harten sind die orangenen. Oh, ich war hart. Verstreckt, ja. So. Nee. Deswegen ist die Bezeichnung Option und Prime eigentlich viel schlauer als hart und weich. Das wird ein abgefahrenes Rennen. Oh, warum abgekürzt? Alter, halt doch die Fresse, Mann. Halt's Maul. Jetzt kommt sie an, tut doch nicht! Boah, die Bremse auf den Fall muss Pirelli jedes Jahr die Farbgebung ändern, was total Sinn macht. Naja, die haben sie ja erst angepasst. Genau,
die haben von selber auf Orange gewechselt. Die anderen Farben waren ja gleich geblieben. Ah, okay. Das ist ein Scheiß. Ich hab so Schiss vor Regen und ich bin hier verwarnt worden. Ey, die Regen sind schon und ich gefahren. Das war so geil. Am Ende haben 32.000stel gefehlt für mein Rennen. Ah, Scheiße. Aber das war so geil. Vergiss nicht, ich habe mich in die letzte Kurve so reingebremst, dass ich noch vorne war. Das war hart, aber fair, mein Lieber. Erst nach Hardcore-Reifen aufwärmen, Alter. Das könnte eine ganz vernünftige Runde werden. Ist es die Box? Bitte lass die Box sein, nicht, dass ich jetzt hier einfach muss. Philipp, wo bin ich denn hier? Oh ja, Bigga, schön. Schön. Oh Gott, nein, bitte Vorsicht! Irgendjemand bin ich hinten raufgefallen in der Box. Ja, mir. Aber ihr seid auch zu dritt in die Box gefahren. Bist du die blaue Karre da? Ich bin der vor dir fährt, Digga. Nein, ich mein Zwecko. Der blaue Toro Rosso. Oh Gott. Oh, Alter, mein Auto schwebt. Das kannst du doch keinem anbieten hier. Oh, Digga, guck mal. Grafikauflösung hier. Oh, Wipeout oder was? Guck mal in der Box nach rechts. Ja, ich seh die. Wer ist auf der 2? Patrick. Kann man hier auch winken? Schön. Weiter so. Oh, Mike noch auf der 1. Ja. Och man, ich kann das echt nicht umstellen. Ich bin ja noch Ich hab mich verbessert, bin immer auf 6 da. Auto Track, gleich mal die orangen Reifen drauf gemacht, mal gucken, wie die sich so fahren. Was ist denn los heute hier, Alter? Mein Herz dreht hier auch ein bisschen höher als der Motor von dem Auto gerade. Nicht so viel Kaffee saufen dürfen. Ja, Philipp, ne? Nicht immer wieso so rein. Ich hab 0 Runden Sprit. Ja, das ist schlecht. Ich kann bei den Reifen bei Prime nicht die ersten beiden auswählen. Sind kaputt wahrscheinlich. Ich kann alle aussuchen. Das steht aber 100%. Achso, dann sind die reserviert. Für was denn? Ich kann alle auswählen von Colli. Bei dem Prime? Ich glaube, da werden reserviert tatsächlich. Keine Ahnung. Pinker zweiter Sektor. Schön. Oh, gut. Weiter. Das ist ein Pink. Ich glaube, das bedeutet absolute Bestzeit aller Teilnehmer. Grün bedeutet persönliche Bestzeit und grau bedeutet. Laut Jakob Violett. Rot. Erstens, ich glaube, es hängt an zu regnen und zweitens, Mike, du bist ein Streber gerade. Wo regnet's? Wie bitte? Du bist gerade wie ein Streber. Also, ich habe noch keinen Tropfen gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, hier regnet's aber im zweiten. Anfang 20. Oh. Also, es gibt 20%, eine 20%ige Wahrscheinlichkeit auf ein bisschen Regen. Aber das stört mich nicht. Raus. Ich war gleich auch noch raus. Ich hab mich auf 3 nach vorne geschoben. Boah, Mucke! Ich glaube, es regnet wirklich im zweiten Sektor. Ach toll, und ich fahr jetzt gerade mit weißen Reifen raus. Regnet im zweiten. Ist aber hauchdünn, Patrick. Ja, doch. Am ersten fängt es jetzt auch an zu regnen. Ja, bin ich auch. Ich bleib da doch lieber drin. Oh, Patrick vorne! Scheiße, jetzt geht's los hier. Jetzt wollen sie alle die Pole. Jetzt regnet scheiße. Und ich mache einen Fehler. Da war die Hand. Oh, Handspiel im Strafraum. 11 Meter. Was denn? Ich hab mir gerade fast den Frotz bei der Box gemacht. Philipp, Vorsicht, ich bin rechts. Vor der Boxengasse. Ich weiß, dass du rechts bist. Auf der rechten Seite, du Blödkopf. Mein Gott, guck doch auf die Jürgen. Auf die Jürgen. Verdammt! Da, Mike, noch MTA habe ich gehört. Warum bin ich noch Achter? Ja. Warte, Achter und unsere Strecke. Also ich als totaler Formel 1 Noob kann bloß sagen, dass Mike gerade aus dem Arsch geblinkt hat und ich weiß immer noch nicht genau, warum er ist. Ja, nee, ist klar, ne? Es ist halt nur der Hinweis, dass der Turbomotor in dem Moment gerade nicht... Das heißt, das ist der Hinweis, dass er gerade übel langsam sein kann. Oh, jetzt regnet es richtig hier. Das heißt, das 163 PS. Oder 64 genau. Ja. Passen wir nicht. Weil der Elektromotor dann nichts mehr macht. So, Alter, wie macht ihr das denn hier alle, Alter? Ich geb ja mal Gas, ja? Wie jetzt erstmal ist ihm aufgefallen, dass auf der Flagge von... Das war so offensichtlich, dass der noch eine Schippe draufhaut. Weil leise. Jetzt? Eine Sonne ist... Was intermediert? Ich fahr mit den weichen Reifen. Ja, ich bin auch damit unterwegs, aber ich hab mir nur rot. Jetzt pisst es aber voll. Ja. Also ich habe jetzt Sektor 1 wieder Sektor Bestzeit. In der 24.9. Mit was fahr ich jetzt? Ach shit, ich kann sowieso nicht mehr rausfahren. Ich bin jetzt gerade in die Box. Ach. Ja, komm, ich glaube, du kannst. Nee, bei mir wird das nichts mehr. Schade. Auf der Position kann ich bleiben. Nee, also das wird nichts mehr. Das ist so rutschig jetzt. Also ich bin gerade einmal. Also ich gerade angefangen. Ich kann den noch eins erfahren. Danke, Zwickert. Wie sieht's mit der Zeit aus? Wo bin ich?
auf 7 37 Sekunden. Fett Windschatten gegeben und dann vom Gas gegeben. Oh, das ist ein bisschen weit hinter Ingo Lenzen. Aber also kommen wir dann geschlossenes Teamleistung, 4 und 5. Ja, ärgert mich. Also hier war von der Zeit her war mehr drin, mehr aber drin. Der Regen kam zu spät. Zu schnell. Ja. Zu spät. So, meine Damen und Herren. Eine Runde noch. 8 Sekunden muss ich aufholen. Also ich bin drin. Bringt ja jetzt nichts mehr, wenn ich... Jetzt sagt mein Sprit, ich will nicht mehr. Du kannst jetzt auch nicht mehr rausfahren, ist jetzt vorbei. Ist ja auch geil. Benzin, 3 Runden und meine Tankanzeige spinnt hier rum. Oh, was ist denn jetzt hier los? Ja. Ich fahr schon wieder nur noch 113, obwohl ich Vollgas gebe. Oh Gott, das... Wie pisst es denn jetzt bitte? Alter, das wird nachher nicht anders. Was? In der einen Runde wurde es auf einmal so extrem, dass... Vor allem im dritten Sektor. Ja. Das ist heftig Wieso? Jetzt. Was bedeutet, dass das ein... vor meinem irgendwas Rotes steht? Ach, das bin ich selbst und das okay. 5 Leute innerhalb einer Sekunde, Alter. Scheiße. Hat sich erledigt. Wow. Ja. Muss ich jetzt am Ende dieser Runde in die Box fahren oder kann ich einfach die Linie? Du kannst auch einfach ins Ziel fahren. Okay, gut, weil ich will jetzt hier nicht disqualifiziert werden. Oh, das ist aber eng. So. Das ist richtig spannend. Nee, kann ich so Alter, ist das eng. Ja. Außer McLaren Mercedes, also. Ja, wir sind die fühlt sich an wie Marussia dieses Jahr. Scheiße, Alter. Das ist doch nicht zu fassen, Alter. Also, das sind die Johnnys und Christophs von 2012. Ja. Ja, aber ich muss ja sagen, Johnny, muss ich sagen, hat sich zu 2012 jetzt zu der stark gesteigert. Also, ja. Yep. Der, den habe ich damals mit einem Auge verbunden und auf dem Klo sitzend und noch geschlagen. Alter, das Auto kommt gar nicht mehr klar hier auf der Straße, scheiße. Aber jetzt, das ist eng. Das ist richtig spannend von den Selbst Zeiten. Selbst Mike ist nur 3 Zehntel vor mir. Wow. Ja. Jakob, was war denn da los? Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, du. Ich hab dir gesagt, die Strecke liegt ja besser. Vielleicht wollten wir irgendwann mal üben. Ich hab die Strecke auch nicht geübt. Patrick ist sage und schreibe, 60.000 sind vor mir. Das sind vielleicht auf der Strecke 2,40 Meter. Aber ohne üben. Ohne Chance hält sich wieder wie Lewis Hamilton. 50 Runden mit dem Pad. Patrick, eine kurze Frage habe ich. Bist du... Okay, ist egal. Bist du mit Intermediates oder mit harten Reifen gefahren oder war ich? War ich. Wir gehen ganz schnell durch. Auf der 1 Sean, auf der 2 Patrick, auf der 3 Mike, Muck auf der 4, ich auf der 5, Jakob auf der 6, Johnny auf der 7 und hinten... Philipp. Seid ihr beide nicht beim letzten Mal auch so reingekommen? Ja. Hinten das alte Bild. Oh, vorne ich glaube, ist Sean auch auf der 1. Da wird, glaube ich, jemand bevorzugt. Ja, Glückwunsch. Das ist doch ganz so geil aus. Und auf der 7, Zwegert auf der 8, Philipp. Ja, und ich wurde so nicht genannt. Völlig raus. Ja. Was? Oh, Scheiße. Tom. Entschuldigung. Na, Strafe! Ich krieg eine Strafe! Oh, Tom, ey, das war doch eine ganz leichte Berührung nur. Oh, 10 Plätze. Man musste aufpassen. Eine kleine Berührung und schon ist man weg.